Dienstag, 16.30 Uhr, der 13. Oktober. Und ich sage herzlich willkommen an alle kulturpolitisch interessierten Menschen, die uns zusehen. Wir sind wieder da mit den Web-Talks, der zweite Web-Talk jetzt im Herbst, der sich mit Facetten diversitätsorientierter kultureller Praxis beschäftigen wird. Wir haben heute Dr. Yvette Mutumba und Max Dorner und Almut Fricke hier als ImpulsgeberInnen. Und ich werde gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Mein Name ist Anke von Heil, aber ich übergebe gerne an Svenja Reiner vom Institut für Kulturpolitik, die jetzt nochmal die offizielle Begrüßung machen wird. Genau, also vielen Dank für die Begrüßung, Anke. Schön, dass Sie heute Nachmittag trotz der Sonne alle vor Ihre Endgeräte gekommen sind. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kulturpolitik und habe diese Reihe zusammen mit Henning Mohr und Ulrike Blumenreich kuratiert. Den beiden an dieser Stelle auch herzlichen Dank. Wir haben uns für die zweite Sitzung natürlich was gedacht, als wir unsere ReferentInnen eingeladen haben, dass sie für unterschiedliche Facetten Diversität und orientierter kultureller Praxis stehen. Trotzdem, das war mir nochmal ganz wichtig und das wollte ich auch im Eingangsstatement nochmal betonen, arbeiten natürlich alle drei intersektional. Das heißt, sie arbeiten an Schnittstellen von bestimmten Themen, die vielleicht eher diversitätsorientierte Schwerpunkte setzen, trotzdem aber nicht monothematisch an dieser Stelle arbeiten. Das heißt, da können wir vielleicht in der Diskussion auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wie sich bestimmte Diversitätsfaktoren oder Zielgruppen oder Schwerpunkte vielleicht auch überschneiden, vielleicht sogar auch widersprechen. Ich danke Anke von Heil, die schönerweise wieder die Moderation für die Reihe übernommen hat, unsere drei Referentinnen natürlich sehr herzlich, sowie der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien für die Förderung. Ein Satz zum Schluss, der Webtalk ist Teil der Kulturpolitischen Akademie und der läuft noch die nächsten drei Wochen. Wenn es Ihnen gefallen hat, schalten Sie doch auch gerne das nächste Mal wieder ein. Sehr schön, vielen Dank, Svenja Reiner. Um das Ganze nochmal so mit dem Dach zu versehen, ist es ja auch immer ganz wichtig. Ich will an dieser Stelle nochmal kurz über unseren Ablauf etwas sagen, weil wir eben ja eine besondere Form des Meetings haben, wo wir Sie einladen, unsere Zuschauenden dazu, Fragen zu stellen in einem speziell dafür vorgesehenen Frage- und Antwortkasten. Den finden Sie unten auch in der Leiste. Wir werden den Chat nur dafür nutzen, weiterführende Informationen, auch Links, die zu den einzelnen Inputs kommen, da hineinzusetzen. Und ich habe auch noch etwas mitgebracht, was wir jetzt in den vergangenen Web-Talks immer sehr gerne genutzt haben, und zwar eine Umfrage, die man ja bei Zoom starten kann. Wir möchten nämlich gerne wissen, da wir sie ja nicht alle sehen können, aber zumindest wissen, aus welcher Kultursparte Sie uns zuschauen oder Sie das Interesse mitbringen heute an den unterschiedlichen Inputs. Und wir machen es immer so, dass der Input, das ist alles jetzt ein bisschen zeitmäßig sehr eng getaktet, aber dass wir danach eben auch noch die Möglichkeit haben, speziell auf jeden Input bezogen eine Frage zu stellen. Ich habe immer im Blick, was in den F&As da aufgelaufen ist. Und dann gehen wir eben schön sukzessive weiter den nächsten Input durch. Danach gibt es auch wieder Fragemöglichkeiten. Und am Ende haben wir dann nochmal eine Diskussion mit allen InputgeberInnen und möglicherweise auch mit Ihnen, wenn Sie Lust haben. Das sage ich dann aber am Ende nochmal, wie man sich beteiligen kann. So, ich sehe hier langsam, aber sicher haben alle gewählt oder die meisten zumindest gewählt. Wir wollen da nicht zu viel Zeit verlieren. Es sieht so aus, dass ein Großteil, nämlich aktuell 26% zähle ich, aus der Kulturpolitik kommt. Ein weiterer Schwerpunkt im Theater. Und ansonsten Soziokultur ist auch noch ein Schwerpunkt, auch mit 23%. Ich
Schau mal, Sie wählen noch ein bisschen. Ich beende aber gleich die Umfrage, damit wir nicht zu viel Zeit damit verlieren. Das ist ja nur mal so ein grober Überblick. Wir starten nachher noch mal eine Umfrage, um Sie auch noch mal auf diesem Wege zu beteiligen. Und ich würde dann nämlich schon weiter voranschreiten. Ich beende die Umfrage, dann können Sie die nämlich alle sehen, ganz kurz. Also es haben noch nicht alle mit abgestimmt, aber da wir zeitmäßig so ein bisschen auf die Tube drücken wollen, haben wir jetzt den Überblick eben viele aus Theater, Kulturpolitik und Soziokultur. Das ist doch schon mal eine ganz interessanter Überblick. Und ich leite zum ersten Input über, der heute von Dr. Yvette Mutumba kommen wird. Und sie ist Mitbegründerin und Chefredakteurin der Kunstmagazine Contemporary Ant und Contemporary Ant America Latina, zwei Magazine, die sich vor allem als Plattform auch für den Kunstdiskurs verstehen. Und sie lehrt an der Universität der Künste zu Berlin am Institut für Kunst und Kontext. Sie ist Curator at Large am Stedelijk Museum in Amsterdam und war Teil des kuratorischen Teams der 10. Berlin Biennale. Sie war auch hier in Köln, wo ich ja ansässig bin, an der Kunsthochschule für Medien, Gastprofessorin für die globalen Diskurse und war Kuratorin am Weltkulturenmuseum in Frankfurt. Sie wird heute so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen des Kunstbetriebes uns geben, unter dem Stichwort natürlich der intersektionalen Diversität. Und ich übergebe die Bühne, die Plattform an Sie, Frau Mutumba. Sie dürfen Ihre Präsentation starten. Ja, okay. Ups. Moment. Okay, ja, hallo, guten Nachmittag. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Genau, also ich werde heute tatsächlich über unsere Arbeit, sage ich mal, weil das mache ich ja nicht alleine, ich arbeite da mit einem Team, vor allen Dingen von Contemporary End sprechen, weil sich eigentlich anhand dessen, was wir mit CEND machen und was sich daraus entwickelt hat in den letzten Jahren, viele Aspekte eigentlich ganz gut ableiten lassen. Wir haben nicht so viel Zeit, das heißt, ich werde alles so ein bisschen anschneiden und dann können Sie natürlich gerne Fragen sammeln und dann hinterher kommen wir vielleicht noch besser dazu, dass wir dann in die Details gehen. Also Contemporary End wurde 2013 gegründet mit Unterstützung Initiative des Instituts für Auslandsbeziehungen, also das IFA, das sicherlich einige von Ihnen auch kennen, was seither auch Mitherausgeberin des Magazins ist. Und es kam eigentlich aus einer Situation heraus, jetzt dadurch, dass jetzt auch viele von Ihnen nicht so aus dem bildenden Kunstbetrieb kommen, dass eigentlich wir, das sind meine Mitbegründerin Julia Große und ich, in Gespräch mit dem IFA gesagt haben, dass es eigentlich wichtig wäre, mal eine Plattform zu entwickeln, die mal deutlich macht, was es eigentlich an kultureller und vor allen Dingen bildender Kunstproduktion gibt in Afrika, aber auch in der Diaspora und vor allen Dingen auch in dem Austausch, der stattfindet. Wenn ich von Diaspora spreche, meine ich die europäische Diaspora, also ich bezeichne mich als Afrodeutsch und dementsprechend als Teil der Diaspora, genauso aber wie in den USA, Lateinamerika und so weiter, also wirklich auch die globale Diaspora, wo es halt unheimlich viele Verbindungen gibt, natürlich gemeinsame Historien, aber auch Unterschiede, unheimlich viele Komplexitäten, die oft sehr stark irgendwie runtergebrochen werden in Kategorien. Und dass uns irgendwie wichtig war, das mal einfach anzufangen, irgendwie aufzubrechen und zu zeigen, was da eigentlich alles passiert. Wir sind in dem Sinne, haben wir angefangen als ein sehr klassisches Kunstmagazin. Das heißt, ich habe hier mal so ein Screenshot mitgebracht von der Website, wo man halt, wir haben Interviews, Reviews und so weiter von Ausstellungen, die stattfinden auf dem Kontinent, genauso wie in Europa oder in den USA. Und für uns ist es immer wichtig, dass wir sagen, okay, es geht zum einen um wirklich die zeitgenössische Kunstproduktion, aber auch immer darum, den Punkt zu machen, dass natürlich es auch verschiedene Kunsthistorien gibt, ohne die überhaupt nicht das hätte stattfinden können, was heute dort ist, weil es immer so ein bisschen
tendenziell dieses Moment gibt, dass die Leute sagen, oh ja, zeig mir Kunst aus Afrika, als hätte es irgendwie vor 5 Jahren angefangen. Aber natürlich kann man da auch sehr weit zurückgehen, haben da viele Dinge auch stattgefunden, die halt langsam jetzt vielleicht auch in den Diskurs hier im europäischen Kontext mit Einzug erhalten. Was ein weiterer wichtiger Aspekt ist von The End, ist, dass wir im Unterschied zu vielen oder zum Großteil der anderen Magazine nur mit lokalen Autoren arbeiten. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir jemanden, weiß ich nicht, nach Dakar zur Biennale schicken für 3 Tage, die Person schreibt und kommt wieder zurück, sondern dass wir ein Riesennetzwerk im Laufe der letzten Jahre aufgebaut haben von Leuten, die wirklich vor Ort leben, die Teil der lokalen Kunstszene sind und damit natürlich auch einen ganz anderen Einblick und eine ganz andere Perspektive auf die Dinge, die dort passieren, haben. Das heißt, wir sind ein Team, da sage ich gleich was zu, das sieht man hier auf dem Foto, was hier in Berlin sitzt, aber auch an anderen Orten, die sozusagen redaktionell arbeiten und koordinatorisch, aber der Inhalt definiert sich wirklich über dieses Netzwerk. Also für uns ist The End wirklich das Netzwerk an Kulturproduzenten, Kunstproduzenten, die im wahrsten Sinne global sitzen und mit denen wir sozusagen auf einer täglichen Basis arbeiten. Was auch wichtig war für uns mit The End, war zu sagen, dass wir uns für bestimmte Diskurse interessieren, dass wir aber auch Diskurse anstoßen wollen, auf dem Kontinent genauso wie hier im europäischen Kontext, dass es uns aber auch irgendwie darum geht, quasi eine eigene Plattform und eigene Strukturen aufzubauen. Das heißt, es gibt immer viel diese Frage, was können Institutionen anders machen, was müssen die Museen so und da machen und so weiter. Klar, das sind auch Fragestellungen, mit denen wir uns beschäftigen oder mit denen ich mich auch viel beschäftige als Kuratorin in verschiedenen Kapazitäten. Aber mit The End war es wirklich so, dass wir gesagt haben, okay, warum nicht eigentlich mal was machen, was wir, was uns interessiert, was sozusagen eine eigene Struktur für sich aufbaut, ohne zu verlangen, dass sozusagen es so oder so oder so stattfinden muss. Und dementsprechend haben wir auch sehr gezielt unser Team aufgebaut, was wir hier sehen. Und ich habe das mal so mitgebracht, einfach mal so als Punkt zu sagen, weil mir das sehr oft begegnet, dass Institutionen sagen, ja, wir würden ja gerne auch unser Team irgendwie ein bisschen diverser aufstellen, aber es gibt ja niemanden oder es ist irgendwie schwierig und so weiter. Und dass man einfach sagen, ja, vielleicht muss man manchmal so ein bisschen die extra Meile, sage ich mal, gehen, um die Leute zu finden. Aber es gibt diese Leute sehr wohl. Also alle, die man hier sieht, sind sehr qualifiziert, tolle Personen, mit denen wir seit vielen Jahren arbeiten und ohne die sozusagen dieses Projekt gar nicht hätte das werden können, was es heute ist. Also wir haben inzwischen eine Leserschaft in 120 Ländern und werden sozusagen wirklich sehr breit gelesen mit der höchsten Leserschaft in den USA und darauf folgend in den 10 Ländern, also neben natürlich auch Deutschland, europäischen Ländern, halt auch wirklich in Südafrika, in Nigeria, in Addis Abeba und so weiter. Es war für uns auch von Anfang an wichtig, online zu sein, weil sie die Frage der Accessibilität natürlich ganz wichtig war, dass wir gesagt haben, okay, als Printmagazin, was wir auch herausbringen, was wir hier auf dem Foto sehen, 2-mal im Jahr, ist es natürlich immer begrenzt, wie wir sozusagen unsere Inhalte irgendwie verteilen können. Und deswegen war klar, dass eigentlich online die einzige Möglichkeit ist, gerade mit diesem Gedanken, den ich gerade beschrieben habe, dass wir halt mit einem sehr weiten Netzwerk arbeiten und dass wir eben auch zugänglich sein sollen für jüngere Leserinnen, die jetzt sich auch nicht unbedingt irgendwie ein teuer importiertes Glamour-Magazin irgendwie leisten können. Wir haben eine sehr junge Leserschaft auch, also die Gruppe ist zwischen 18 und 35, ist die Hauptgruppe der Leser. Und das hängt zum anderen aber auch damit zusammen, nicht nur, dass wir schon seit Jahren halt hauptsächlich online agieren, dass wir auch sehr bewusst unsere Texte nicht akademisch sind. Also es war für uns klar, es gibt andere Magazine, gerade auch mit diesem Fokus auf Afrika und Diaspora, die halt eher aus dem universitären Kontext zum Beispiel kommen. Und für uns war halt immer klar, dass Accessibilität für uns auch heißt, unsere Inhalte müssen zugänglich sein. Das heißt, wenn Sie vielleicht später mal Zeit haben, reinzuschauen, unsere Texte sind relativ kurz, es gibt keine Fußnoten, sie sind wirklich sehr, sage ich mal, straightforward formuliert. Das heißt, es ist das einzige Briefing, was wir an die Autoren geben, ist, dass es wirklich darum geben muss, komplexe Inhalte, also ich sage nicht, dass unsere Inhalte deshalb weniger komplex sind, aber die wirklich auf eine Art und Weise runterzubrechen, dass auch jemand, der eben nicht jetzt die tolle Kuratorin ist mit dem
theoretischen Background-Wissen, sondern einfach jemand, die sich interessiert für die Kulturproduktion oder eben noch jünger ist, wie gesagt, sich auch angesprochen fühlt und ja, einfach auch sieht, dass sie sich dort recherchieren oder Informationen finden kann. Und das ist halt für uns neben diesem Netzwerk, was wir haben, dass wir halt möglichst viele verschiedene Perspektiven reinbringen, halt ein ganz wichtiger Aspekt. Das Print-Issue ist so ein bisschen die Fortführung davon, dass wir gesagt haben, okay, irgendwie ist es natürlich auch immer schön, mal was Haptisches in der Hand zu haben, gerade weil wir, das ändert sich vielleicht jetzt auch alles, aber viel mit großen Veranstaltungen zusammenarbeiten, also mit Biennalen, mit der Documenta und Ähnliches, zu deren Anlässen wir dann immer halt ein solches Print-Issue rausbringen, was halt sehr bewusst in diesem Newspaper-Format ist, also halt nicht wirklich ein dickes ja, Heft, sondern relativ günstig in der Herstellung ist, relativ leicht zu verschicken ist, was umsonst ist, was für uns auch wichtig ist, dass es halt umsonst bleiben kann, dass es auch online das Magazin keine Zahlungsbarrieren oder Ähnliches hat, sondern dass wir halt die Finanzierung anders finden, um halt wirklich für jeden zugänglich sein zu können. Und dadurch halt nochmal so eine andere Ebene schaffen wollten, dass wir halt, wenn wir auf Events sind, an unterschiedlichen Orten ja dann doch nochmal Leute, ja, die Inhalte vermitteln können, die uns vielleicht jetzt auch über online gar nicht kennen oder Ähnliches. Das ist so eine Kombination, aber das Online ist sozusagen der Schwerpunkt. Wenn wir kurz zurück, was wir hier sehen, ist, ja, wir kollaborieren sehr viel mit verschiedensten Leuten. Das war eine Kollaboration mit einem afro-brasilianischen Magazin, Omenelik Ato, wo wir zusammen dann eine Ausgabe produziert haben und was dann auch so ein bisschen der Vorläufer war zu Amerika Latina, ein zweites Magazin, was wir 2018 gegründet haben, was den Schwerpunkt stärker hat auf die Verbindung zwischen Lateinamerika, Diaspora, Afrika und der Karibik, wo es aber auch darum ging zu sagen, die Frage der Sprache ist natürlich nicht nur die Frage, wie sind die Texte geschrieben, sondern auch auf welcher Sprache sind sie geschrieben. Das heißt, mit der Ausweitung der Leserschaft war auch klar, wir müssen Inhalte auch in Portugiesisch oder Spanisch anbieten. Das heißt, es ist etwas, was auf Amerika Latina stattfindet. Es ist auch vom Institut für Auslandsbeziehungen unterstützt, gemeinsam mit dem Goethe-Institut. Aber der Ansatz ist sozusagen hier gleich, wie wir mit Netzwerken arbeiten und wie wir auch mit der Vermittlung von Inhalten umgehen, ist der gleiche Ansatz. Dann gibt es einen Bereich, der für uns wichtig ist, und das ist tatsächlich Bildung. Und das machen wir auf verschiedenen Ebenen. Also zum einen hat es mal angefangen mit einem Online-Format, was hieß Allside Inside the Library, wo wir verschiedene Bibliotheken, wie Sie hier sehen, in unterschiedlichen Orten vorgestellt haben oder eingeladen haben, auch Magazine, Manifeste, Ähnliches zu zeigen, einfach um diesen Punkt zu machen, dass man jetzt nicht unbedingt immer in die Stabi in Berlin muss oder in die British Library, sondern dass natürlich unheimlich viel Content und Inhalte auch an anderen Orten stattfinden und da sind und zugänglich sind. Und daraus hat sich das Center of Unfinished Business entwickelt, ein Projekt, ein Leseraum, den wir seit 2017 in verschiedene Institutionen geschickt haben, zuletzt im Museum Ludwig in Köln, wo es halt so ein bisschen um die Frage der Vermächtnisse des Kolonialismus geht, in einer Zusammenstellung von Büchern, die zum einen sich direkt mit dem Thema beschäftigen, zum anderen aber auch durch neue Zusammenstellungen mit Büchern aus der Populärkultur oder der Wirtschaft oder Ähnliches neue Zusammenhänge erstellen. Also es ist jetzt wirklich sehr komprimiert natürlich. Und dann vielleicht zum Schluss der dritte Aspekt der Thema Bildung ist, dass wir viele Workshops organisieren, also kritische Schreibworkshops, die wir an verschiedensten Orten organisiert haben, in Afrika, aber auch in den USA oder hier, wo es halt darum geht, mit jungen Schreiberinnen zusammenzuarbeiten, mit der Idee, dass man halt sagt, okay, die Idee des Schreibworkshops ist jetzt nicht das Rad neu erfunden, aber oft hört es halt danach auf. Es ist so ein bisschen, man macht einen Workshop, alle finden es super und freuen sich und dann geht man seiner Wege und es passiert nicht mehr viel. Und diese Workshops sind wirklich mit der Idee, dass das ein Anfang ist, dass halt die jungen Schreiberinnen Teil des Netzwerkes werden von CN und für CN schreiben, aber natürlich auch darüber hinaus dann für andere Medien und so weiter die Möglichkeiten haben, was oft in verschiedenen Kontexten natürlich auch damit zusammenhängt, dass
wenn man jetzt in Nairobi, wie zum Beispiel hier ist, gibt es jetzt nicht den Feuilleton oder ähnliches. Das heißt, es muss auch überlegt werden, mit welchen Outlets kann überhaupt gearbeitet werden und dass man sozusagen da auch eine fortsetzende Kollaboration hat und Unterstützung hat, was auch fortgeführt wird mit einem Mentorenprogramm, was dann über ein halbes Jahr oder ein Jahr läuft mit verschiedenen Tutoren, wo sozusagen die jungen Schreiberinnen dann noch weiter irgendwie ihre Skills entwickeln können. So, das ist so jetzt wirklich mal nur so umrissen, die verschiedenen Aspekte, mit denen wir arbeiten auf C-End. Und wie gesagt, wir können dann gerne nochmal mit anhand von Fragen verschiedene Dinge tiefer reingehen. Vielen, vielen Dank, Frau Mutumba. Das war sportlich, da durch diese ganze Komplexität durchzugehen. Ich habe es ein bisschen laufen lassen, weil so viele Fragen haben wir jetzt noch nicht gesammelt. Es kommt jetzt eine. Ich habe vorher die Bemerkung, kulturelle Bildung war, glaube ich, irrigerweise ein Beitrag noch zu unserer Umfrage. Oder sonst gerne auch noch mal schreiben, wie das gemeint war. Da fragt jemand, Jennifer Smiles, wie finanziert ihr euch denn? Ja, wir sind eine Mischung. Also wir kriegen eine Basisfinanzierung vom Institut für Auslandsbeziehungen. Es ist aber so, dass gerade jetzt dadurch, dass sie entgewachsen ist, das nicht ausreichend ist. Das heißt, wir zum Beispiel die Workshops werden von der Ford Foundation finanziert. Das ist eine US-amerikanische Stiftung. Und wir arbeiten aber auch, haben so ein bisschen angefangen mit Anzeigen oder halt auch mit anderen Projektgeldern direkt über das Auswärtige Amt zum Beispiel, wo da spezifische Projekte gefördert werden, mit der dann auch das Magazin querfinanziert wird, was sicherlich viele kennen, die irgendwie strukturelles Funding brauchen, dass das oft eher schwierig ist. Das heißt, dass wir oft da so arbeiten, dass wir halt Projekte haben, die dann wieder gewisse Dinge mitfinanzieren, was die strukturellen Aspekte betrifft. Das heißt, es ist relativ klassisch bei uns, dass wir so eine Basis haben und dann halt immer Drittmittel mit ranziehen müssen. Dann vielleicht noch ganz kurz beantworten, weil wir gleich auch schon zum nächsten Input übergehen, ob Sie einen sprachlichen oder ethischen Leitfaden für Journalistinnen nutzen auf C-End oder einen Code of Ethics? Also einen ethischen Leitfaden in dem Sinne nicht, weil eigentlich für uns sehr wichtig ist, dass alle die Freiheit haben, so zu schreiben, wie sie möchten, weil das auch so ein bisschen die Idee ist, wirklich die Vielstimmigkeit zu zeigen. Also wir haben jetzt nicht so wie New York Times, irgendwie hat ja so einen klassischen Style oder so, dass es alles in die Richtung editiert wird. Das machen wir nicht. Also es geht eigentlich wirklich nur darum, das Einzige, was wir als Leitlinie haben, dass wir sagen, was ich vorhin so ein bisschen beschrieben habe, dass halt die Texte auf eine Art geschrieben sind, dass sie zugänglich sind und nicht zu theoretisch, sondern versuchen wirklich Sachen runterzubrechen. So. Genau. Mhm. Es gibt noch, ich weiß nicht, Frau Mutumba, ob Sie in den Frage- und Antwortkasten reinschauen können. Da wird nach Tipps gefragt, wie man das Team diverser gestalten kann. Ich würde sagen, entweder heben wir uns die für die abschließende Diskussion auf, wo dann vielleicht alle auch noch mal etwas sagen können, oder Sie können ja noch mal gucken, ob Sie eventuell auch schriftlich das eine oder andere beantworten. Ich würde dann an dieser Stelle zum nächsten Input überleiten und ganz herzlich Danke sagen für die Einblicke in Ihre Arbeit. Und der nächste Input kommt von Max Dorner, der als Literaturlektor, Journalist und Regisseur und Autor gearbeitet hat und jetzt seit 2015, also jetzt ist schon jetzt auch schon längere Zeit, beim Münchner Kulturreferat den Bereich Kultur und Inklusion verantwortet. Er ist darüber hinaus auch geschäftsführender Vorstand bei Impulsion, dem Netzwerk für inklusive Kunst und Kultur. Da tue ich auch gerne gleich den Link nochmal in den Chat und ich übergebe jetzt das Mikrofon sozusagen und die Präsentation oder ohne Präsentation wollten Sie, glaube ich, sprechen, Herr Dorner, an Sie. Und Sie können, wie gesagt, Ihre Fragen auch gerne weiter in die Frage- und Antwortkästen stellen. Danke, Herr Dorner. Grüß Gott aus München in die Runde. Ich weiß gar nicht, wohin genau, aber die Runde ist groß, wie ich sehe. Teilnehmer 92, das ist sehr, sehr schön. Leider sehe ich sie jetzt nicht. Dennoch, ich fange gleich an, weil ich habe natürlich auch gedacht, wie fasse ich irgendwie, was ich jetzt schon seit fünfeinhalb Jahren in München mache, in 10 Minuten zusammen. Und es wird darauf rauslaufen, dass ich ein paar Schlagworte vielleicht mit ein paar Beispielen fülle,
diese Schlagworte sind auch welche, die Sie oft gehört haben. Und das finde ich ganz spannend, dass man erst so im Laufe der Arbeit merkt, dass sie doch Sinn machen. Also sowas wie Empowerment ist doch ein ganz wichtiges Schlagwort. Vielleicht vorweg zu die gleich die Antwort, die ich jetzt inzwischen gefunden habe auf die Frage, wie hängt eigentlich Inklusion und Diversität zusammen? Für mich ist Diversität eigentlich so eine Bestandsaufnahme der Realität unserer Gesellschaft, ist wieder der Befund, und Inklusion ist für mich die Therapie. Also Inklusion für mich heißt, wie gehen wir so miteinander um, dass wir gleichberechtigt auf Augenhöhe mit maßgeblicher Beteiligung der jeweiligen Gruppen, um die es geht, gemeinsam kreativ sein können. Das ist für mich Inklusion. Und wir in München haben den Begriff Inklusion sehr verwendet für Menschen mit Einschränkungen, mit Behinderungen. Das ist aus der Geschichte entstanden, dass sich das Ganze, die Initiative auch für meine Stelle ergeben hat, daraus, dass München die UN Behindertenrechtskonvention ratifiziert hat und daraus, wie viele Kommunen, Länder und auch der Bund einen Aktionsplan geschmiedet hat. Und innerhalb dieses Aktionsplans kam ich dann dazu und nach dem Aktionsplan wurde meine Stelle auch verstetigt, nämlich dafür Beratung zu leisten, aber eben auch Förderung. Und ich glaube, ich bin für den Bereich Behinderung immer noch fast singulär in der kommunalen Szene, nämlich wirklich bei der Stadt angestellt, im Kulturreferat der Landeshauptstadt München für den Bereich Inklusion zuständig und bemühe mich aber jetzt seit über einem Jahr schon eigentlich auch den Begriff Inklusion wieder ein bisschen zu weiten, dass es nicht nur und ausschließlich Menschen mit Behinderung um die geht, weil die sind natürlich auch noch vieles andere, die haben auch ein Geschlecht und eine Herkunft und so weiter. Und ich würde gerne diese Barrieren einreißen. Stichwort Barrieren ist auch vielleicht schon ein ganz zentrales. Es geht natürlich, weil wir haben das überschrieben mit Bedarfe von Menschen Menschen mit Behinderung für inklusive Kulturarbeit. Barrierefreiheit ist natürlich sowas wie die Grundlage von allem, dass wir alle überall hinkommen können. Also ganz banal, ich als Rollstuhlfahrer erlebt es auch täglich, dass Lifte nicht funktionieren oder irgendwelche Rampen fehlen oder Bordsteine unüberwindbar sind. Aber es ist natürlich für Blinde, für gehörlose Menschen oder auch für Menschen mit kognitiven Einschränkungen oder auch psychischen Einschränkungen. Also denken wir so an diesen Zwischenfeld Menschen mit Autismus oder so Zwischenformen von Autismus, die vielleicht Ruhebedürfnis haben. Also wie gehen wir mit dem Thema Barrierefreiheit um. Also allein darüber könnte man natürlich sehr, sehr lange sprechen, bis zum Thema leichte Sprache. Also Barrierefreiheit ist so eigentlich die Grundvoraussetzung, um überhaupt Bedarfe erfüllen zu können. Und dann habe ich mir jetzt einfach 5 Bedarfe mal als Stichworte formuliert, die sich für mich in meiner Arbeit so rausgestellt haben im Laufe der Jahre. Das eine und das erste ist das Thema Sichtbarkeit. Es geht darum, überhaupt wahrgenommen zu werden. Und da taucht jetzt gleich ein weiterer Widerspruch auf, mit dem wir, glaube ich, alle immer umgehen müssen, egal aus welcher Community wir stammen. Auf der einen Seite wollen wir genau nicht als Mensch mit Behinderung oder als schwarze Frau oder was auch immer wahrgenommen werden. Und auf der anderen Seite liegt uns schon daran, auch unsere speziellen Bedürfnisse, dass die gesehen werden und darauf eingegangen wird. Und das ist ein Widerspruch, in dem jeder Aktivist steckt und auf den er auch dauernd stößt. Und es auch gut tut, dass wir uns diesem Widerspruch auch dauernd auch mal bewusst werden, weil es dann natürlich oft so ist, dass man für das eine kämpft, nämlich Sichtbarkeit und gleichzeitig eigentlich die Unsichtbarkeit möchte. Nämlich einfach ganz, ganz in Anführungszeichen normaler Teil der Gesellschaft zu sein. Also und in diesem Widerspruch bewegt sich also immer diese Forderung nach Sichtbarkeit, die geht natürlich auch dahin zu fragen, wie können wir, ich nenne das immer inklusive Kunst und Kultur in der Stadt sichtbar machen. Also machen wir eine eigene Homepage, machen wir einen eigenen Newsletter, machen wir einen eigenen Facebook-Profil und dann sagen wir wieder, nein, wollen wir nicht, weil wir wollen nicht
so uns das selbst so exklusiv rausstellen. Also Sie merken, das Thema Sichtbarkeit ist auch ein großes, aber auch ein ganz großes Bedürfnis, ein großer Bedarf. Wir haben das so gelöst jetzt, dass wir, und so versuche ich immer zu arbeiten, dass wir auf so Bedarfe mit Projekten reagieren oder mit Versuchsballons, kann man es auch nennen. Beispielsweise Thema Sichtbarkeit haben wir zwei Festivals in der Stadt, nämlich das Köschgewell für inklusive Kunst, für diverse Kunst und Kultur und das Grenzgängerfestival, das es schon relativ lange gibt, nämlich schon seit 10 Jahren, für Theatergruppen, die mit Menschen mit Behinderungen arbeiten. Oder aber auch so ein Thema um Zugänglichkeit, um Sichtbarkeit zu machen, haben wir eine Parade Behinderung ist Rebellion jetzt schon 3-mal durch die Stadt gemacht, vom Hauptbahnhof durchs Viertel, eben keine Demo, sondern eine Parade mit anschließender Modenschau. Das ist auch so ein schönes Format, wo man sich zeigen kann. Ich finde, diese ganz manchmal total banal klingenden Formate sind eigentlich auch die besten, weil sie so einfach sind und weil jeder sie kennt, also so ein Format wie eine Modenschau. Das zweite ist das Thema Empowerment. Es geht um Selbstbewusstsein und das stärkt man auch eben durch diese vielen kleinen Projekte, die wir anstoßen und natürlich durch Beratung. Was ich erst nach ein paar Jahren gemerkt habe, was eines der wirklich das vielleicht zentralste Bedarf ist Aus- und Weiterbildung, nämlich um überhaupt kreativ tätig zu werden, muss man die Möglichkeit haben, sich überhaupt ausbilden zu können. Also Stichwort Zugänglichkeit von kreativen, also von Musikhochschulen, von Kunstakademien, von Filmhochschulen. Und das sind sehr, sehr dicke Bretter, die man da noch bohren muss, damit diese Zugänglichkeit für Aus- und Weiterbildung wirklich funktioniert. Auch hier probieren wir es mit Projekten. Wir haben beispielsweise, weil natürlich gerade die Frage immer wieder kommt, wie werde ich beispielsweise Schauspieler mit einer Behinderung, also die meisten staatlichen, städtischen, also öffentlichen Schauspielschulen haben ganz strenge Aufnahmekriterien, oft auch setzen voraus eine körperliche Unversehrtheit. Und wir machen beispielsweise mit der Otto-Falkenberg-Schule zusammen Workshops, wo Menschen mit Behinderung 6 Wochen an der Falkenberg-Schule zumindest mitstudieren können, mit einer Ausbildung machen, um überhaupt zu sehen, ob der Beruf des Schauspielers für sie geeignet ist und gleichzeitig, um auch zu der Otto-Falkenberg-Schule zu zeigen, wie müssten wir uns eigentlich verändern, um offener sein zu können. Also großes Thema ist Aus- und Weiterbildung und da kann man Workshops anbieten und ich ermutige immer alle, auch Gruppen, die aus den verschiedenen Sparten kommen, mit Workshops anzufangen, sich das zu holen, die Expertise von außen. Und das ist auch was wir vom Kulturreferat sehr gut unterstützen können, also auch finanziell unterstützen können, indem wir solche Workshops bezuschussen oder komplett die Kosten übernehmen. Das vierte Thema ist das Thema Vernetzung. Sehr, sehr oft kommt es, weil ich oft merke, dass so die einzelnen Initiativen, einzelnen Gruppen in dem Bereich inklusive Kunst und Kultur so vor sich hin wurschteln und gar nicht so viel miteinander in Kontakt kommen. Ich finde es auch ist eine Pflicht auch von Theatergruppen, von freien Theatergruppen mal anzugucken, was die anderen machen. Also ich formuliere das auch ganz klar, als das ist für mich auch ein Förderkriterium, dass man sich ein bisschen auskennt in der Szene. Also wir haben in München beispielsweise 10 inklusiv, also mit Menschen mit Behinderungen arbeitende Theatergruppen und ich hoffe schon und also mit sanftem Nachdruck unterstütze ich die, dass sie das auch wahrnehmen, was die anderen so tun, sich das anschauen. Dafür haben wir auch runde Tische für alle Sparten eingerichtet, damit dieser Austausch stattfindet. Und natürlich wäre mir auch lieb, der Austausch, und da sind wir wirklich noch ganz am Anfang, fände auch noch statt, jenseits von München. Also Deutschland schon ist groß. Ich erlebe es schon oft, dass wir in München, da im Süden der Republik ein bisschen
draußen sind. Ich gucke dann immer ganz neidisch nach Nordrhein-Westfalen und Berlin natürlich, wo ich den Eindruck zumindest habe, das wäre vernetzter. Also die verschiedenen Gruppen in den verschiedenen Städten tauschen sich mehr miteinander aus oder hängen mehr miteinander zusammen. Was ich auch mache seit ein paar Jahren, das ist zum Thema Vernetzung, aber auch zum Thema Sichtbarkeit, ist so ein Jahresempfang. Ich finde das ganz schön, dass auch das ein ganz klassisches Format, aber auch ein eingeführtes Format, ein Jahresempfang, um sich zu treffen, um einfach auch sich kennenzulernen. Und ich habe das jetzt während des Lockdowns gemerkt, als eigentlich so alle Projekte mir so wegbrachen und zusammenbröselten, haben wir weiter diese runden Tische dann digital gemacht. Und das, ich war sehr unglücklich dann oft auch mit diesen runden Tischen, weil nichts rauskam. Nicht wie früher, dass man sagt, oh, wir machen das oder jenes Projekt, sondern oft so eine Ratlosigkeit sich ausgebreitet hat. Aber ich wurde dann immer bestärkt, dass Leute gesagt haben, nein, es ist total gut, dass wir miteinander gesprochen haben und dass wir uns gesehen haben, auch die anderen gesehen haben. Also das Thema Vernetzung ist ein ganz, ganz wichtiges. Und der letzte Bedarf ist der banalste, nämlich der nach Geld. Also Projektförderung, auch das versuchen wir nach Kräften irgendwie zu unterstützen. Ich habe darf einen kleinen Fördertopf verwalten, der so klein inzwischen auch gar nicht mehr ist mit 100.000 Euro im Jahr. Aber er ist natürlich für größere Projekte, also auch für Theaterprojekte schon zu klein dann wiederum, dass wir jetzt irgendwie 2, 3 Theaterproduktionen fördern könnten. Aber es gibt diese Projektförderung und so kleinere Sachen. Alles das, was ich jetzt genannt habe, so mit Workshops und Empowerment und Aus- und Weiterbildung, das können wir damit sehr gut finanzieren. Oder ich klopfe an den Türen der Kolleginnen im Kulturreferat, wenn es um andere Sparten geht und frage da, ob noch Fördermittel vorhanden sind. Ja, ich habe hier die Uhr immer im Blick und sehe, dass ich jetzt, glaube ich, so... Das wäre, glaube ich, ein guter Schlusspunkt. Ja, also dann danke ich. Ich freue mich auch jetzt. Ich hoffe, es ergibt sich aus der Runde die Möglichkeit, auch eben sich zu vernetzen. Also ich weiß nicht, wie offen wir mit unseren E-Mails oder so umgehen. Also ich bin jedenfalls über Facebook, über alle möglichen Medien und wahrscheinlich auch gibt die Kulturpolitische Gesellschaft gerne meine E-Mail-Adresse raus. Also ich freue mich über weitergehende Vernetzung. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Dorner. Und das war eigentlich, das sage ich auch immer noch mal am Ende, diese Möglichkeit zu kanalisieren, wenn jetzt hier bestimmte Fragen auch noch mal gezielt für einzelne der ReferentInnen aufgekommen sind, dass man sagt, hier kontaktiert mich. Das finde ich immer super. Ich gucke mal gerade in den Chat rein. Da hatte nämlich Jens Schneider noch eine kleine ergänzende Info für uns reingeschrieben, dass Monise Demirel eine ähnliche Stelle wie Sie, die innehaben, in der Kulturbehörde in Hamburg hat. Also weil war ja so die Überlegung, gibt es eben das schon sicherlich nicht flächendeckend in Deutschland, aber das ergänzt sich nochmal. Und genau, hier kommt auch nochmal an alle die Aufforderung an die KUPOG, kann man dann eben schicken, wen man gerne noch weiter kontaktieren möchte. Ich schau mal eben in F&A, da können wir vielleicht eine noch rausziehen, um nicht zu sehr in Zeitverzug zu kommen. Heißt das, wenn ich mit meiner Institution Interesse an einem Workshop zum Thema, wie können wir Barrieren im Theater abbauen habe, können wir diesen bei Ihnen beantragen, fragt jetzt jemand. Das können wir vielleicht kurz und knapp beantworten. Ja, das kann ich ganz kurz und knapp beantworten. Wenn es ein Münchner Projekt ist, dann gerne. Als Kommune sind wir verpflichtet, irgendwie nur Münchner Projekte zu fördern. Aber wenn es eben in München ist, sehr gerne. Ja, und es gibt noch andere Fragen, die wir vielleicht auch gleich nochmal in dem abschließenden Talk besprechen können. Da fragt jemand auch nochmal die Inklusionssensibilität oder auch die Frage, wie das strukturell auf der Leitungsebene in der Stadt München vorangetrieben wird. Es gab auch noch im Vorfeld eine Frage, die eingereicht wurde und ich würde vorschlagen, dass wir am Ende uns in der Podiumsdiskussion nochmal da so zusammenfinden, dass wir nochmal gucken,
welche strukturellen Dinge können wir besprechen? Auch die Frage, wie stellt man ein diverses Team zusammen, die ja bei Ihnen, bei Ihrem Input kam, Frau Mutumba, könnten wir dann nochmal aufgreifen, wenn das so okay ist. Ansonsten auch für Sie, Herr Dorner, wenn Sie in den Kasten schauen, vielleicht mögen Sie die ein oder andere Frage dann auch schriftlich beantworten. Und wenn jetzt nicht bei Ihnen nochmal so die Frage der strukturellen Dinge da noch eine kurze Antwort dazu wäre, dann würde ich einfach zum nächsten Input weitergehen, damit wir die Zeiten hinten raus ein bisschen aufsparen können. Ja? Vielen Dank auf jeden Fall für Ihren Input, Herr Dorner. Und wir sprechen uns ja gleich nochmal wieder. Und ich leite über zum letzten, last but not least, zum dritten Input, der von Almut Fricke kommt, die Leiterin des Kompetenzzentrums für kulturelle Bildung im Alter und Inklusion, dem KUBIA, ist und dort eben auch sehr stark auf die Diversitätsfrage, die Kulturarbeit im Alter auch sich spezialisiert hat. Sie ist Literaturwissenschaftler und Kulturmanagerin. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind der demografische Wandel und Kultur, Kulturgeriagogik, also diese Dinge, die wir jetzt noch mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive beleuchten wollen. Und sie spricht über Netzwerke, Strukturen und Praxisbeispiele. Frau Fricke, jetzt Ihr Part. Ja, hallo. Ich teile eben auch noch mal eine Präsentation. So, ich hoffe, es kann jetzt losgehen. Ja, man fragt sich irgendwie, warum ist Alter denn jetzt auch eine Diversitätsfacette? Das kommt ja auch immer vor in diesen Begründungen oder in diesen Definitionen von Diversität, die man hört. Und ich finde, es ist jetzt irgendwie gerade so bei der Corona-Krise nochmal so schön deutlich geworden, dass Alter halt auch irgendwie eine ganz klare Zuschreibung und Zugehörigkeit immer umfasst, gerade irgendwie bei dieser pauschalen und homogenen Betrachtung der Alten als Risikogruppe. Und deswegen habe ich so als erstes Foto, das ist ein Szenenfoto aus einer Produktion vom Schauspiel Köln, von dem Alten Club dort, also Alten Theaterclub dort. Die haben eine Produktion gemacht, die heißt Risiko. Und die wird jetzt auch nächste Woche nochmal aufgeführt. Und da geht es irgendwie darum, dass die Spielerinnen und Spieler einfach so ihre Gedanken festgehalten, was das einfach heißt, wenn man plötzlich ja irgendwie einem Schwall von unerwarteter Solidarität begegnet, unter staatlichem Schutz steht, ganz pauschal, sich aber auch persönlicher Isolation und auch ziemlich viel Bevormundung irgendwie ausgesetzt wird. Und nur weil man irgendwie zu dieser Gruppe der Alten gehört. Die Gruppe der Alten ist ziemlich groß und sehr heterogen. Es ist ein Grund dafür, dass wir uns eigentlich damit beschäftigen oder angefangen haben zu beschäftigen. Das war schon in den 2008, seit 2008 haben wir KUBIA gegründet und vorher haben wir schon angefangen, uns mit dem demografischen Wandel und seinen Wirkungen auf die Kultur zu beschäftigen. Und ein Grund ist natürlich, dass die Zahl der Alten unheimlich steigt. Also es ist jetzt schon so, dass 20% der Menschen unserer Bevölkerung über 67 sind und das wird weiter wachsen, also auf ungefähr 25% in den nächsten 15 Jahren. Also es ist schon 15 bis 20 Jahren. Und die Frage ist halt, wie gehen wir damit um oder wie schaffen wir es, eine generationengerechte, aber auch einige Gesellschaft zu haben, wo nicht auf der einen Seite die Jungen als die Partygänger und auf der anderen Seite als die Alten als die Risikogruppe stehen. Und wie schaffen wir es, realistische Bilder vom Alter zu schaffen? Denn das Alter ist genauso divers wie halt alles andere. Also es ist halt eine intersektionale, eine intersektionale Dimension, die natürlich immer auf diese Alterität von Alter und Jugend rekurriert.
Aber eigentlich ist der Alter etwas, was uns alle betrifft und irgendwann, wir werden alle unterschiedslos irgendwann mal alt werden und die wenigsten haben auch dagegen etwas einzuwenden, nicht alt zu werden, aber zumindest lange zu leben. Und aber trotzdem kann man sagen, dass natürlich dass die Gruppe der Alten genauso wie die Gruppe der Jüngeren betroffen sind von gesundheitlichen Risiken, von Behinderungen. Das sind gerade irgendwie Menschen über 75, sind 34%, machen 34% der Schwerbehinderten in Deutschland aus. Und das ist schon, also die meisten behinderten Menschen in Deutschland sind alte Menschen. Es betrifft auch den Bereich des Genders, also besonders Frauen der Jahrgänge zwischen 1930 und 1955, die jetzt irgendwie ins Alter eintreten, hatten viel geringere Bildungschancen und sind heute besonders von Armutsrisiken zum Beispiel bedroht oder Altersarmut. Ältere Menschen sind mittlerweile auch sehr divers in interkultureller Hinsicht. Ungefähr 1,8 Millionen Menschen haben einen Migrationshintergrund, die über 65 sind. Also es sind ungefähr von den 18,5 Millionen Menschen in Deutschland, die einen Migrationshintergrund haben, sind 10% mittlerweile über 65. Das heißt, die Gastarbeitergeneration, die als in den 60er Jahren hierher gekommen werden, sind mittlerweile in Rente und werden hier in Deutschland alt. Und es gibt natürlich auch eine große Gruppe von Menschen mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen, die besonders in ihrer Geschichte, also die Älteren, auch noch sehr viel Diskriminierung erlebt haben. Also wir wissen ja, dass der Paragraph 175 erst 1994 aus dem Gesetzbuch gestrichen wurde. Das heißt, entgegen dieser Stereotypen-Altersbilder, die wir immer haben, die Alten sind ältere Menschen divers und genauso von Diskriminierung und Ungleichbehandlung betroffen, möglicherweise wie andere Menschen. Warum jetzt Kultur und Alter? Das ist ja irgendwie diese Verbindung, die wir schaffen bei Kubia. Ganz wichtig ist das Thema von Kulturteilhabe und Zugänge zu Kultur, dass das auch soziale Teilhabe ermöglicht, dass man was mit anderen macht, dass man Zugänge findet zu Kultureinrichtungen oder zu kulturellem Lernen im Alter, die man vorher vielleicht nicht hatte. Und vor allen Dingen, dass man halt auch solchen Phänomenen wie Einsamkeit oder Isolation vorbeugt, weil das sind schon ganz gravierende Faktoren im Alter, die ein gutes Alter auch gefährden können. Das Zweite ist natürlich Lernbildung und auch Anschlussfähigkeit zu bewahren. Das haben wir jetzt auch gesehen in der Corona-Krise, dass schon viele ältere Menschen zum Beispiel keine digitalen Möglichkeiten haben und man da zum Beispiel durch kulturelle Bildung auch digitale oder Medienbildung vorantreiben könnte. Ganz wichtig ist der Aspekt der Lebensqualität und des Wohlbefindens. Es hat gerade irgendwie eine sehr große WHO-Studie gegeben 2019, die in vielen Studien, die untersucht hat, belegt, wie wichtig auch im Alter gerade kulturelle Teilhabe und kulturelle Aktivitäten sein können. Und natürlich auch dieses Sichtbarmachen, dieses Selbstwirksamkeitsgefühl durch kulturelle Bildung und die Möglichkeit zur Selbstvertretung gehört zu werden, ist ein wichtiger Teil von kultureller Bildung im Alter, wo Menschen zum Beispiel wie die Leute aus der Theatergruppe von Old School einfach ihre Gedanken äußern können in Form von Kunst zu der jetzigen Situation. Die Ziele von Kubia sind einerseits, dass wir uns um eine Sensibilisierung für das Thema Alter bemühen in der Kunst- und Kulturszene in NRW
Und wir werden gefördert seit vom Kulturministerium des Landes seit 2008. Und das ist, was Max auch sagte, dass wir uns einsetzen für die Förderung der gleichberechtigten künstlerisch-kulturellen Aktivität von Menschen unterschiedlicher Voraussetzungen, weil wir kümmern uns nämlich nicht nur um den Aspekt Alter, sondern auch sehr stark um den Aspekt Behinderung. Das habe ich jetzt aber mal rausgelassen aus dieser Präsentation. Unsere Arbeitsbereiche ist, da geht es halt auch viel um Sichtbarmachen. Also wir informieren darüber und versuchen zu sensibilisieren. Wir geben auch zweimal im Jahr ein Magazin heraus. Ein ganz wichtiger Punkt bei uns ist die Beratung und die Weiterbildung. Wir machen 14 Seminare pro Jahr. Wir haben zusammen mit der FH Münster eine Fortbildung, die heißt Kulturgeragogik, Kulturarbeit mit Älteren. Wir vernetzen uns und andere, zum Beispiel auch mit Netzwerken von älteren Menschen, aber auch von internationalen Netzwerken, europäischen Netzwerken. Wir forschen in dem Bereich, machen Bestandsaufnahmen und wir begleiten die Förderung. Also fördern tut eigentlich das Land NRW mit dem Förderfonds Kultur und Alter, der jedes Jahr einmal ausgeschrieben wird, seit 2012 und ist auch ein kleiner Topf, also es sind 150.000 Euro und damit sollen beispielhafte und modellhafte Projekte einer zeitgemäßen und qualitätvollen alten Kulturarbeit gefördert werden. Zum Beispiel, ich habe jetzt noch drei kleine Projekte, die ich Ihnen mitbringe. Zum Beispiel ist in diesem Jahr gefördert worden das Projekt Darmgedeckt 2.0. Das haben Theatermacherinnen gemacht hier in Köln im Rahmen des Sommerblut Kulturfestivals. Und sie haben gearbeitet mit Frauen aus einer Seniorenresidenz hier in Köln und sie zu ihren Ansichten auf die Zukunft befragt, weil sie gesagt haben, Ältere werden immer auf die Vergangenheit reduziert. Und hier sind Elektri und Piranha, die wir hier auf dem Foto sehen, sind zu Besuch gekommen aus der Zukunft und haben diese Damen auch über ihr Leben befragt und über ihre Emanzipationsgeschichten, um sie in einem Her-Story-Archiv oder Her-Story-Archive zu lagern für die Zukunft. Und das wurde dann durch Corona ziemlich gestört und fand dann alles online statt. Eine andere Arbeit im Rahmen vom Förderfonds Kultur und Alter war das Projekt Alleinsam. Darum ging es darum, das Thema Einsamkeit und Alleinsein künstlerisch zu bearbeiten. Und da das durch Corona dann auch nicht mehr möglich war, haben die Beteiligten alle erstmal zu Hause gearbeitet und das wurde dann hinterher in einer installativen Ausstellung präsentiert, ihre Reflexionen und Ergebnisse dieser Arbeit. Ein weiteres Beispiel ist das Klangkunstlabor mit Gerhard Stäbler und Kunzul Schimm. Das sind zwei sehr renommierte zeitgenössische Komponisten, die gemeinsam arbeiten mit Menschen mit Demenz und ihnen versuchen, Klangerlebnisse, mit ihnen die Welt des Klangs zu erkunden. Und als dann durch Corona die Begegnung mit Älteren nicht mehr möglich war, wurde das kurzum in ein Klangpostlabor umgewandelt und dann haben die Teilnehmer hier Materialien bekommen und detaillierte Spielanleitungen, um mit Pergamentpapier und so und Stäben und Fäden und Klang zu erzeugen. Genau. Und als letztes ist zum Beispiel dieses das Projekt Ich bin ein Gastarbeiterkind. Da hat eine Künstlerin oder eine Tänzerin und bildende Künstlerin haben eine performative Ausstellung, die jetzt in Köln gezeigt werden wird, zu dem Thema, was habe ich eigentlich erlebt, als ich als Gastarbeiterkind hier nach Deutschland gekommen bin. Mhm. Und dazu haben sie zahlreiche Menschen interviewt. Das Seniorentheater in der Altstadt, SETA,
gibt auch einen Kommentar ab zur Corona-Zeit. Die haben ein Stück von Goldoni quasi online geprobt und haben es Pattaya Pattaya genannt. Und da geht es irgendwie um eine sehr bissige Komödie über Exotiktourismus und Konsumwaren in der Urlaubsbranche. Und ich bin gespannt, das hat nächste Woche Premiere, das Stück. Und Sie werden jetzt den ersten Akt online präsentieren. Ich bin gespannt, wie das gelingt auf Zoom. Wunderbar. Genau. Zum Abschluss ist die Projektbeispiele, wollte ich Ihnen so ein bisschen die Vielfalt des Alters aufzeigen, in welche unterschiedlichen Richtungen da gearbeitet wird. Und wichtig ist es einfach, differenzierte Bilder vom Alter zu transportieren und vor allen Dingen auch nicht in diesen Generationengegensatz zu geraten. Man sollte die Generationen nicht miteinander gegeneinander ausspielen. Dafür steht so ein bisschen dieser Okay-Boomer-Pulli. Das ist so eine Internet-Meme, womit quasi die Friday-for-Future-Jugend, die Boomer der belegt haben, und um zu sagen, wir brauchen irgendwie nicht eure Besserwisserei und immer eure Selbstgerechtigkeit und euren Blick auf uns. Und ich glaube, es ist schönes wichtig. Schlusswort. Ja, genau. Es ist einfach wichtig, generationengerechte Konzepte gemeinsam zu finden und auch Begegnungsorte zwischen den Generationen zu schaffen. Ja, vielen Dank, liebe Frau Fricke, für den Einblick in noch eine weitere Facette. Wir haben jetzt ein Kaleidoskop aufgemacht und wir sind auch schon kurz davor, die Uhrzeit 17:30 zu erreichen. Wir können ein bisschen überziehen. Das machen wir immer gerne, wenn eben jetzt in der Diskussion nochmal was aufgegriffen wird. Ich sage auch hier nochmal der Appell an alle, die uns zuschauen, dass Sie, wenn Sie die Hand heben, ich habe eben schon eine kleine blaue Hand gesehen, aber ich glaube, das bedeutete nicht, dass Sie aufs Podium wollen, aber wenn Sie das gerne möchten, erlauben wir der Kamera und Ihrem Mikrofon den Zugriff. Ich habe auch noch mal mitgebracht, bevor wir jetzt noch mal gucken, was ist dem Frage- und Antwortkasten vielleicht noch, wo wir gemeinsam drüber sprechen können, noch eine kleine Umfrage, die ich gerne starten möchte, weil ich glaube, das interessiert alle, die hier auch die Inputs gegeben haben, ob jemand aus Ihrem, aus den Zuschauerzusammenhängen schon mal Projekte, Kulturprojekte durchgeführt hat mit Themen, eben einem Themenzusammenhang, wie er heute hier zur Sprache gekommen ist. Und ich blicke mal gerade drauf. Das wäre super, wenn Sie das alle beantworten können, sodass wir das gleich auch nochmal mit in die Diskussion nehmen. Also heben Sie Ihr Händchen, dann macht der Simon Sievers Sie jetzt auch mit zum Diskussionsteilnehmenden. Es sind verschiedene Fragen aufgelaufen. Ich gucke jetzt gerade mal, es sind auch weitergehende Literaturhinweise noch gekommen, zum Beispiel ein Lesetipp zur Diversität im Kunst- und Kulturbetrieb, KünstlerInnen mit Behinderung sichtbar machen. Im Eureka Verlag ist das erschienen. Und vielleicht nehmen wir in die abschließende Diskussion mal mit rein, die Frage auch, die ich eben schon angeteasert hatte, nach den strukturellen Veränderungen. Also was muss dort angestrebt werden? Vielleicht auch, Frau Mutumba, Sie blicken eben aus dem Kunstbetrieb. Sie sind ja auch im Rijksmuseum mit diesem perspektivischen Blick. Vielleicht kann jeder von Ihnen oder jede von Ihnen auch nochmal diese Idee der strukturellen Veränderung benennen. Ich beende die Umfrage und da können alle auch drauf blicken, was es ergeben hat, nämlich doch eine Mehrheit für bereits durchgeführte Projekte in diesem Bereich. Aber nochmal die Frage nach den strukturellen Veränderungen. Was würden Sie denken, Frau Mutumba, was da besonders wichtig wäre? Ja, also ich glaube, wichtig jetzt aus meiner Erfahrung im Kunstbereich ist, dass, wo sich das ja in den letzten Jahren auch eine große Frage ist, wie können sich die Institutionen anders aufstellen, dass es halt wirklich darum gehen muss,
nachhaltige Stellen und Ähnliches zu schaffen. Also in meiner Erfahrung ist dort halt oft, dann gibt es sozusagen Projektförderungen oder es gab sowas von der Bundeskulturstiftung, Museum Global, das läuft dann auf 3 Jahre. Das ist dann zwar auch toll, aber es ist halt immer so ein bisschen die Frage, was passiert danach? Oder es werden dann Gastkuratoren eingeladen oder Ähnliches oder Stipendien ausgeschrieben. Oder jetzt gibt es auch nochmal von der Bundeskulturstiftung dieses 360-Grad-Projekt, wo sozusagen Institutionen sich bewerben können, dass dann eine Stelle dort finanziert wird in der Institution, die sich mit dem Thema Diversität spezifisch auseinandersetzt. Und da muss man aber natürlich einfach schauen, was passiert nach dem Ende dieser Förderung. Also schaffen es dann die Institutionen irgendwie, die Budgets anders aufzuteilen, dass solche Stellen dann auch verstetigt werden können und so weiter. Weil das ist jetzt im Moment in der Kunst jedenfalls noch nicht die Selbstverständlichkeit. Dass, es ist eben keine strukturelle Veränderung. Es ist keine, oder? Genau. Ja. Also die Nachhaltigkeit ist sozusagen im Moment ist immer noch so ein bisschen so der Tenor, dass ich oft das Gefühl habe, es ist so ein Momentum. Alle müssen sich jetzt irgendwie damit beschäftigen, mit diesem Thema. Und Thema es wird ausgelagert auf bestimmte Stellen, die kurz mal da sind. Ja, oder es werden Leute eingeladen, die was machen, die sich eh damit beschäftigen, aber die sind dann auch nur für ein Jahr da oder Ähnliches. Ja. Aber die Schritte, das ist auch was, was ich immer wieder auch betone innerhalb von Institutionen oder wie im Stedelijk in Amsterdam oder Ähnliches, dass das eigentlich immer nur der Anfang sein kann und dass es auch nicht nur abhängig sein kann von bestimmten Förderprogrammen, die dann vielleicht dann doch irgendwann auch weiterziehen, weil dann andere Thematiken wieder in Vordergrund, also ne, man hat das schon gesehen in der Kunst, dass es so Wellen sind, wo es dann irgendwie sich ganz groß das Thema ist, dann geht es wieder runter und wieder mehr und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich. Aber vielleicht Herr Dorner auch nochmal, Sie sind ja eben auch Kulturverwaltung und haben da vielleicht auch, ich habe jetzt nochmal in den Frage- und Antwortkasten geschaut, da gibt es auch nochmal die Frage nach der Quote, die kam letzte Woche auch schon auf. Wie sehen Sie das? Ist Quote etwas, was strukturelle Veränderungen, was da gut tun würde? Oder wie sehen Sie das auch mit der Verstetigung von Stellen und der Nachhaltigkeit? Ja, ich meine, wir sind uns, glaube ich, alle bewusst, dass das ein ganz dickes Brett ist und dass das Strukturelle immer das Schwierigste ist. Und das, was wo man kann sich eben mit Projekten ganz gut auch vor der Sache drücken, dass man strukturell, dass sich was verändert. Und ich sehe jetzt für meinen Bereich was, also ich weiß natürlich, bei uns in Kulturreferat geht es auch um Stellen Gleichstellung, ist ein großes Thema und da wird schon sehr viel auch erhoben. In meinem Bereich, also wo es um jetzt Menschen mit Behinderung geht, fehlen mir einfach die Menschen, muss ich sagen. Also es nicht nur mir, sondern es fehlen einfach auch die Aspiranten oder Bewerber für Stellen, die in Frage kommen. Deswegen habe ich so Wert auf das Thema Aus- und Weiterbildung gelegt, weil wir auch erst genug Leute ermächtigen müssen, die dann eben auch noch die Begabung mitbringen und dann zur richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind. Also ich glaube, das Projekt Inklusion ist, ich richte mich darauf ein, dass ich bei meinem Renteneintritt hoffentlich ein bisschen schon Fortschritt sehe, aber dass es wirklich sehr, sehr langsam geht. Liebe Ines Bogart, könntest du noch mal die Links, die du hier in den F&A-Kasten getan hast, in den Chat reintun, weil ich kann die leider nicht kopieren und das wäre ganz gut, wenn das alle vielleicht am Ende auch noch mal sehen können. Also in den Chat an alle Diskussionsteilnehmenden und Zuschauer, dann kann man sich den Chat vielleicht hinterher noch mal abspeichern. Aber jetzt auch noch mal Frau Fricke, aus Ihrer Sicht das Strukturelle, was ja vielleicht auch der Gründung von Kubia so ein bisschen im Hinterkopf gewesen ist. Wie verändert man Strukturen? Geht nicht schnell. Ne? Genau. Also ich denke so, wir hatten halt das Glück, dass so auf Landesebene die diesen Themenbereich jetzt schon strukturell fördern. Und wir sehen auch, dass irgendwie so diese Langfristigkeit sich dann irgendwann schon auch niederschlägt. Also einerseits, dass es immer mehr Kulturinstitutionen gibt, die sich auf den Weg gemacht haben und auch Angebote schaffen, die für Ältere sind zum Beispiel oder dass sich da schon sehr viel verändert. Aber
Ich denke auch gerade in dem Bereich der Behinderung, also was Max Dorner gesagt hatte, dass es halt auch eine Frage ist, dass man die Ausbildung sehr verändert. Das würde jetzt für den Altersbereich auch heißen, dass man zum Beispiel in der Kulturpädagogik auch kulturgeragogische, also gerontologische Aspekte vielleicht mal mit einfließen lässt und überlegt, wie kann man halt mit Erwachsenen oder mit alten Erwachsenen besser arbeiten. Das ist ja ein wichtiges Anliegen von uns. Es geht aber natürlich auch darum, Leute überhaupt oder Menschen mit Behinderungen den Zugang überhaupt erstmal zu Ausbildungsstätten zu schaffen. Da sind ja irgendwie ganz grundsätzlich Fragen irgendwie, kommen da ja erstmal zum Tragen, irgendwie kann ich überhaupt da, gibt es überhaupt eine Rampe oder ist irgendwie der Unterricht barrierefrei gestaltet etc. pp. Oder sind die Ausbildungskriterien so, dass ich auch mit einer körperlichen Einschränkung trotzdem ein Theaterstudium machen kann zum Beispiel. Ja, also ich lese nochmal hier bringt das Ganze auch nochmal so ein bisschen auf den Fokus. Eine Frage an alle drei Referierenden. Wie gehen Sie damit um, dass man mit der Diversitätsarbeit in der Kultur auch immer wieder an Probleme stößt, die Kultur nicht lösen kann? Ist ja auch immer so ein Vorwurf, dass Kultur das alles schon richten könnte. Also strukturelle Ungleichheiten, alle drei Kategorien, die Sie jetzt hier schwerpunktmäßig bearbeiten, bringen ja auch große Schnittstellen zu relativ existenziellen Problemen, wie ökonomische Benachteiligungen, psychische Erkrankungen und so weiter mit sich. Also die Frage der Augenhöhe, der Teilhabe. Ich glaube, das haben Sie schon auch in Ihren Inputs stellenweise beantwortet. Aber hier kam es nochmal so geballt an Sie alle, diese Frage. Vielleicht auch eben, man darf das nicht gegeneinander ausspielen. Ja, was ist eigentlich wichtig? Worum muss sich Kultur kümmern? Wo kann Kultur auch etwas leisten? Vielleicht da nochmal in die Runde gefragt. Ich kann vielleicht nur kurz sagen, dass mir natürlich auch das immer bewusst ist. Ich habe von Widersprüchen gesprochen, die sind in dem Kulturbereich natürlich auch ganz groß, dass wir also immer in der Gefahr sind. Das ist eben auch so ein Widerspruch, dass umso erfolgreicher wir, also jetzt gerade für das Bereich Behinderung agieren, dass man sagen kann, ja gut, dann ist ja so viel schon getan für Menschen mit Behinderung. Und das im sozialen Bereich oder was jetzt wirklich Barrierefreiheit draußen angeht, nicht der Fall ist. Ich erinnere mich noch gut, wie ich mal in den Kammerspielen auch eine Veranstaltung moderiert habe und dann fuhr ich raus und dann funktionierten die Lifte mal wieder nicht am Marienplatz, also ganz im Zentrum der Stadt. Und da ist mir auch wieder so bewusst geworden, wie was für eine Diskrepanz ist. Also erst werde ich sozusagen, feiert sich die Stadt selbst auch. Ja, wir haben jetzt den Max Dorner und wir machen tolle Projekte. Und dann geht man 300 Meter weiter und stößt auf Barrieren, die wirklich eigentlich so nicht sein mussten und mit unhöflichen Bahnmitarbeitern inklusive und dem Ganzen. Also eben auch dieser Widerspruch, der wird mir sehr oft sehr existenziell auch vorgeführt. Wir gehen da auch gar nicht dran mit so einem therapeutischen Ansatz. Das ist ja auch gar nicht unsere Aufgabe, sondern das liegt dann ja ganz klar auch im sozialen Bereich. Aber wir sagen, Kulturteilhabe ist ein Menschenrecht. Das steht in der UN-Charta der Menschenrechte, dass es jedem Menschen das Recht hat auf Kulturteilhabe. Und ich denke, wir versuchen einfach, das zu ermöglichen, da Zugänge zu schaffen, ohne jetzt irgendwie den Anspruch zu haben, dass wir da für alles endgültige Lösungen finden. Vielleicht Frau Mutumba auch noch mal in Ihre Richtung gefragt, so die Frage, wie Museen damit auch umgehen sollten oder was für Aufgaben Sie bei Museen sehen? Also auf eine Art ist es ähnlich, wie was meine beiden Mitrednerinnen gesagt haben, ne? Also dass es jetzt nicht darum geht, dass dort Dinge unbedingt gelöst werden, aber dass es ja zumindest darum gehen muss in den Museen, dass dort einfach eine
eine Wahrnehmung stattfindet. Also und dadurch sozusagen, wenn es jetzt muss man sehen, zum Beispiel wäre das ja die Frage ja des Publikums, wer kommt in die Museen rein, wer schaut sich das an, wie werden die verschiedenen Publika angesprochen oder wie finden sich verschiedene Bevölkerungsgruppierungen auch wieder in den Dingen, die halt in den Museen stattfinden. Und ich glaube, dass es darum geht, weil ich das oft auch erlebe in Gesprächen mit Leuten von Institutionen, die sich dann auch so ein bisschen überfordert fühlen und sagen, aber wie sollen wir es denn jetzt richten? Und darum geht es ja gar nicht unbedingt, ne? Sondern es geht ja eigentlich nur darum, irgendwie so ein Bewusstsein zu schaffen und da dann auf der Ebene halt den Beitrag zu leisten, den man dann ja auch leisten kann. So. Also es war jetzt auch mal nochmal die Frage bei dem Zuschauenden aufgekommen, nach Handreichungen, Informationsmaterial. Jetzt im Speziellen, das ist ja immer unterschiedlich, Barrierefreiheit, eben auch Thema Barrieren in Theatern speziell. Also man muss das wahrscheinlich jeweils je nach Institution und je nach Publika, die man ansprechen will, unterschiedlich durchdeklinieren. Aber Sie alle haben ja auch gesagt, Sie sind ansprechbar, wenn jetzt jemand konkret auch noch mal wissen will. Herr Dorner hat das schon gesagt, Frau Mutumba, Sie haben auch darauf hingewiesen, Workshops, Fortbildungen, diese Dinge sind immens wichtig, um eben das Bewusstsein immer größer auch, dass das durchdringt auch die Institutionen und das muss komplett von oben nach unten und nicht nur an einer speziellen Stelle durchdrungen werden. Wir befinden uns jetzt auf der Zielgeraden. Ich gucke nochmal, also es waren eben die Fragen nach Handreichungen und das können wir wahrscheinlich jetzt an der Stelle gar nicht alles aufführen, was es da schon gibt. Ich schaue nochmal in die Runde der ReferentInnen. Nicken Sie gerne mit dem Kopf, wenn Sie ansprechbar sind für eben weiterführende Informationen. Die Ines Bogartz hat dankenswerterweise auch schon ein paar Links hier noch reingestellt und es ist immer schön, wenn man zu dem Thema weiterhin in Kontakt bleibt und weiterhin auch das denkt und daran den Diskurs auch weiterführt. Wir wollen das tun in der nächsten Woche mit einem Blick über die Kulturpolitik ein bisschen hinaus. Da wird es um Diversität in Medien, Bildung und Wissen, Wirtschaft gehen mit Inputs von den neuen deutschen Medienmachern, von der Bildungsstätte Anne Frank und von der Gesellschaft für Diversity Management. Das auch nochmal als Ausblick. An dieser Stelle bleibt mir nur nochmal zu sagen, ganz herzlichen Dank, Frau Mutumba, Herr Dorner und Frau Fricke, für diese vielen tollen Perspektiven, wichtigen Perspektiven auf das Thema und allen Zuschauenden auch ganz herzlichen Dank für die Fragen, für die weiterführenden Links und den Input. Bleiben wir alle an dem Thema dran, treiben wir es gemeinsam voran und sprechen mit ExpertInnen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für heute. Wir sagen auf Wiedersehen, goodbye zu den Zuschauenden und wenn die ReferentInnen mögen, bleiben sie noch kurz hier, dass wir auch noch mal so eine kleine Abschlussrunde machen können. Vielen Dank für heute.